Ich freue mich sehr, dir jetzt den Ablauf zu zeigen, wie wir eingeschlossene Emotionen lösen können. Vivian hat sich freiwillig gemeldet, um uns dabei zu unterstützen, und wir werden nun eine ihrer eingeschlossenen Emotionen finden und dann lösen. Und ich zeige dir nun den Ablauf. Als erstes werden wir ihre Kraft testen und wie es sich für sie anfühlt. Und dazu soll sie etwas Wahres sagen. Sag bitte, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. Und nun versuchst du, meine Kraft zu widerstehen. Und wenn sie sagt, dass sie Vivian heißt, kann ich ihren Arm herunterdrücken und sie ist dennoch sehr kräftig. Es gibt kein Anzeichen von Schwäche. Sag nun, mein Name ist Jim. Mein Name ist Jim. Sie sagt, dass Jim ist und ich kann ihren Arm nach unten drücken. Ihr Arm ist schwach. Auf diese Art können wir das Unterbewusstsein befragen. Wir stellen nun die erste Frage auf diesem Diagramm. Hast du eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt lösen können? Wir fragen im Unterbewusstsein, wie du weißt, und die Antwort ihres Unterbewusstseins ist in diesem Fall: Widersteh einfach. Hast du eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt lösen können? Und wir bekommen ein klares Ja. Jetzt müssen wir herausfinden, wo diese eingeschlossene Emotion in unserer Emotionscode-Tabelle steht. Hier sehen wir eine Tabelle mit Emotionen. Es stehen 60 Emotionen in dieser Tabelle, die in 2 Spalten und 6 Reihen unterteilt ist. Sie ist auf diese Weise unterteilt, damit wir die entsprechende Emotion leichter finden können. Also fragen wir folgendermaßen: Ist die eingeschlossene Emotion in Spalte A? Ihr Körper sagt ein klares Nein und das bedeutet, dass die Emotion in Spalte B ist. Also widersteh einfach, ist die Emotion in einer ungeraden Zeile in Spalte B? Und hier ist es wieder stark. Ist sie in Zeile 1 in Spalte B? Nein. Ist sie in Zeile 3 in Spalte B? Nein. Das bedeutet, dass die Emotion in Zeile 5 in Spalte B sein muss. Ist das wahr? Ja. Nun können wir die Emotionen in dieser Zeile einzeln befragen und ein Ergebnis feststellen. Ich habe hier eine Liste mit Emotionen zur Hand und werde fragen, um welche Emotionen es sich handelt. Ist die Emotion ein innerer Konflikt? Und die Antwort ihres Körpers lautet nein. Also fragen wir weiter: Ist die Emotion Unsicherheit im Kreativen? Ja, auch hier ist es schwach. Also versuche weiterhin stark zu halten. Ist die Emotion Grauen und Schrecken? Bei dieser Emotion ist sie wirklich stark. In unserem Diagramm sehen wir also, dass wir die richtige Spalte ermittelt haben. Also es war in Spalte B und wir haben dann die Reihe identifiziert, indem wir gefragt haben, ob sie in einer ungeraden Spalte ist. Und wir fanden heraus, dass sie in Zeile 5 von Spalte B ist. Also haben wir dann die Emotion in diesem Feld einzeln abgefragt und dann stellte sich heraus, dass sie sich dort befindet. Und jetzt machen wir mit dem nächsten Schritt in unserem Diagramm weiter. Der Pfeil verläuft nach links und du erkennst bereits die nächste Frage. Sollten wir mehr über diese eingeschlossene Emotion wissen? Und sehen wir nun, wie dein Körper darauf reagiert? Sollten wir mehr über die eingeschlossene Emotion wissen? Und die Antwort lautet nein. Und nun können wir diese eingeschlossene Emotion lösen. Dreh dich bitte um. Und um die Emotion bei einem anderen Menschen aufzulösen, kannst du einfach deine Finger nehmen und einmal, zweimal, dreimal über den Parasympathikus Meridian streichen. Und so wird die emotionale Last vom Körper gelöst. Dreh dich bitte wieder um und lass uns das kurz überprüfen. Und wir fragen wieder: bereit? Halt dagegen, okay, halte einfach dagegen, super. Haben wir diese eingeschlossene Emotion von dir gelöst? Ja, haben wir. Irgendwann in ihrem Leben erlebte sie eine Emotion des Grauens und Schreckens, die sich dann in ihrem Körper eingeschlossen hat. Und jetzt haben wir sie wieder gelöst. Eingeschlossene Emotionen sind kleine Energiebälle von der Größe einer Tomate bis zur Größe einer Melone. Sie zu lösen ist ein einfacher Prozess. Es geht einfach nur darum, die Schritte hier im Flussdiagramm zu befolgen. Wir beginnen nun wieder am Anfang des Flussdiagramms und können nochmal fragen: Hast du eine eingeschlossene Emotion, die wir jetzt lösen können? Ihr Körper sagt wieder ja. Wir werden später fortfahren und eine weitere eingeschlossene Emotion bei ihr auflösen. Jetzt sprechen wir noch über die korrekte Ausführung von Muskeltests bei einem anderen Menschen. Manchmal Leute denken, dass Muskeltests kompliziert sind, allerdings ist das überhaupt nicht so, wenn du ein paar Geheimnisse kennst, die ich dir jetzt zeigen werde. Normalerweise verwenden wir zuerst den sogenannten Armtest, wenn wir eine andere Person befragen, wobei die zu testende Person den Arm parallel zum Boden ausstreckt. Und für zusätzliche Stabilität kannst du deine andere Hand auf die Schulter des Testpartners legen. Und wie du siehst, habe ich eine Hand optional auf der Schulter und die andere Hand hier am Handgelenk, beziehungsweise auch knapp daneben. Und hier im Bild kannst du diesen kleinen Knochen sehen. Ich nenne das die Temposchwelle des Körpers.
Diese ist ein Teil des Ulnarknochens von der Elle und wir legen zwei Finger direkt auf diesen Hubbel. Denn sollten wir unsere Finger zu weit oben ansetzen, dann fehlt uns die notwendige Hebelkraft. Wir sollten so weit wie möglich am unteren Ende des Unterarmknochens ansetzen, aber auch nicht darüber hinaus. Pass auf, was passiert, wenn wir darüber hinausgehen. Wenn ich meine Finger hier ansetze, kannst du die Uhr bitte kurz abnehmen? Danke. Halte deinen Arm folgendermaßen. Ich nehme nun die zwei Finger und ich werde sie so positionieren, dass sie direkt neben der knöchernen Erhebung aufliegen. Genau wie das jetzt hier im Bild dargestellt ist. Jetzt schau dir das an. Du hältst dagegen und sagst, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian und wenn ich an der richtigen Stelle drücke und ihr ihren Namen sagt, ist sie sehr kräftig. Sie kann problemlos dagegenhalten. Aber pass auf, was passiert, wenn ich meine Finger von diesem Hubbel direkt am Handgelenk ansetze. Sag wieder, mein Name ist Vivian, mein Name ist Vivian. Sie sagt, dass sie Vivian heißt und sie kann nicht mehr dagegenhalten, weil mein Finger direkt an den kleinen Knochen des Handgelenks aufliegen. Und wenn ich nach unten drücke, bekommt das Gehirn ein Signal, dass diese kleinen Knochen des Handgelenks verletzt werden könnten und somit werden automatisch alle Muskeln entspannt. Und wenn ich an der falschen Stelle bin, kann ich also keinen guten Muskeltest durchführen. Lass es uns nochmal versuchen. Ich lege meine Finger an die richtige Stelle, sage, mein Name ist Vivian und ich kann drücken und sie ist sehr kräftig. Jetzt werde ich meine Finger nur ein kleines Stückchen weiter am Handgelenk ansetzen. Versuche es noch einmal. Mein Name ist Vivian. Und sie sagt, dass sie Vivian heißt, ist jedoch schwach. Und das wird jedes Mal so sein. Du kannst es jetzt mit einem Partner versuchen. Wenn du möchtest, kannst du das Video hier für einen Moment anhalten. Probier es wirklich aus, wenn du gerade jemanden um dich hast. Halte deine Finger in der richtigen Position, wie du es hier siehst. Probier es aber auch in der falschen Position und beobachte, was passiert. Jetzt wird Vivian uns helfen, weitere Details des Muskeltests zu veranschaulichen. Zuerst sollten wir stets einen sogenannten Basistest durchführen, um festzustellen, ob jemand getestet werden kann oder nicht. Vivian würde ich einfach folgende Aussage treffen lassen. Mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian und wenn ich nach unten drücke, ist sie sehr kräftig. Mein Name ist Bob. Mein Name ist Bob und diese Aussage ist nicht wahr. Das Unterbewusstsein wird uns also antworten, indem ihre Muskelkraft im Arm entweder stark oder schwach ist. Diesen Test sollte man immer durchführen, bevor man einem anderen Menschen arbeitet. Und ein weiterer Test ist der sogenannte Ellenbogentest. Also probieren wir das aus. Ich werde es dir vorführen. Winkel deinen Ellenbogen so an, genau. Und der Ellenbogentest ist zum Beispiel gut, um jemanden mit Schulterproblemen zu testen. Du kannst den Ellenbogen zusätzlich mit einer Hand stützen. Und du kannst deine Finger entweder auf der Oberseite oder der Unterseite des Armes auflegen. Beides funktioniert. Sag jetzt, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. Sie sagt, sie heißt Vivian und ich drücke nach unten und sie ist stark. Sag, mein Name ist Bob. Mein Name ist Bob. Also, hier ist es wieder schwach. Das ist also nur eine Alternative, um eine Antwort zu bekommen. Als ich jung war, hatte meine Mutter dieses Gerät hier. Es ist ein Entsafter der Firma Norwalk. Sie macht damals Saft mit diesem Gerät und sie steckte Karotten und andere Gemüsesorten in den Einfüllschacht und drückte es mit einem hölzernen Stopfer dann nach unten. Und am Ende kam eine breiige, feuchte Masse heraus. Sie wickelte alles in ein Käsetuch ein und legte dies auf die Ablagefläche auf der rechten Seite des Entsafters. Ganz rechts am Gerät ist ein kleines Ventil, das sie öffnete und dann würde die Ablagefläche nach unten und dann kam der Saft heraus. Und bei uns daheim war das ein ziemlich aufregendes Ereignis, denn in der Regel entstand irgendwann eine undichte Stelle. Und dabei ein sehr hoher Druck entstand, würde es jemand bzw. Mutter ins Auge oder woanders treffen. Und der Grund, warum ich dir das erzähle, ist, weil dies eine hydraulische Presse ist. Und wenn du jemanden testest, solltest du es ähnlich wie bei hydraulischem Druck tun. Die Krafteinwirkung sollte stetig ansteigen. Lass mich das an einem Beispiel demonstrieren. Ich werde dir durch meine Stimmlage anzeigen, wie viel Druck ich tatsächlich anwende. Streck deinen Arm aus und halt dagegen und sage, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. Ich übe gerade keinen Druck aus, aber ich werde weitermachen und den Druck langsam erhöhen. Sag noch einmal, mein Name ist Vivian, mein Name ist Vivian.
Und ich erhöhe jetzt den Druck und sie bewegt sich trotzdem nicht. Also werde ich aufhören. Ich beginne also ohne Druck und erhöhe langsam die Krafteinwirkung, während ich bis 3 zähle. Also, wir versuchen es nochmal. Bereit? Mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. Ich drücke jetzt 1, 2, 3 und sie bleibt stark. Pass auf, was mit ihrem Arm passiert, wenn ich denselben Druck anwende, aber die Zeit komprimiere. Sag, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. 1, 2, 3. Siehst du, sie ist schwach. Das Unterbewusstsein bekommt plötzlich ein Signal, dass eine Verletzung auftreten könnte. Das Gehirn schickt schnell ein Signal zurück, damit der Arm sich rechtzeitig entspannt. Du beginnst also ohne Druck und erhöhst ihn stetig, während du langsam bis 3 zählst. Lass es uns nochmal versuchen. Sag, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. 1, 2, 3. Sie ist stark und in der Lage, dem Druck standzuhalten. Sag, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. 1, 2, 3. Und hier siehst du, dass bei der zu schnellen Drücken ihr Arm stets zu schwach für eine richtige Antwort sein wird. Solltest du jemanden also testen und ein Ja als Antwort bekommen, fühlt sich das fast so an, als wäre eine Mauer unter dem Arm. Mit anderen Worten, der Arm wird sich minimal bewegen, aber einen Punkt erreichen, an dem ein Widerstand entsteht. Wenn du Druck ausübst, wird sich das Gewebe im Arm und in den Gelenken erst ein wenig zusammenstauchen, auch wenn die Antwort ein Ja ist. Doch der Arm wird sich ein wenig bewegen, aber stark sein, wenn die Antwort Ja ist und du etwas mehr Kraft anwendest. Sag noch einmal, mein Name ist Vivian. Mein Name ist Vivian. Okay, ich drücke 1, 2, 3 und ich spüre, dass es fast so ist, als wäre da eine Wand bzw. ein Widerstand. Sag nun, mein Name ist Joanne. Mein Name ist Joanne. Und 1, 2, 3. Und du siehst, dass sich der Widerstand einfach gelöst hat. Auf diese Weise kannst du in etwas mehr als einem Zentimeter Bewegung eine Antwort erhalten. Du brauchst den Arm also nicht ganz nach unten zu drücken. Sobald du die Antwort bekommst, solltest du aufhören. Danke, Vivian. Vielen Dank. Dankeschön. Hier sind noch einige Tipps zum Muskeltest. Zuallererst solltest du den Druck an den Widerstand der Testperson anpassen. Sobald Schmerzen auftreten, solltest du sofort aufhören, weil dir der Körper sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Außerdem solltest du nach Möglichkeit vermeiden, diese Person zu ermüden. Manchmal ist es aus bestimmten Gründen nicht möglich, jemanden zu testen. Es gibt dafür 3 häufig auftretende Gründe, warum jemand nicht getestet werden kann. Normalerweise ist das eine vorübergehende Angelegenheit. Es kann sein, dass der Arm immer kräftig bleibt oder immer schwach ist, egal welche Frage du stellst. Hier sind also 3 Gründe dafür. Der erste Grund ist normalerweise Dehydration. Der zweite Grund kann eine Halswirbelblockade sein. Und der dritte Grund kann sein, dass ein energetisches Ungleichgewicht sich plötzlich manifestiert, damit man es auflöst. Der bei weitem häufigste Grund dafür ist eine Fehlstellung im Nacken. Der Hals besteht aus Energie, genau wie die Knochen im Nacken. Und es gibt dafür eine vorübergehende Lösung. Du kannst mit einem Magneten oder deinen Händen über den Rücken streichen, mit der Absicht, alles zu korrigieren, was im Nacken falsch ausgerichtet ist. Und anschließend kannst du erneut versuchen zu testen. Und wenn jemand dehydriert ist, sollte derjenige Wasser trinken. Und wenn eine Emotion auftaucht, wird sich das irgendwann manifestieren.